Also ich bin jedenfalls sehr stolz, der neue Chef von so einem wunderbaren, jungen Kreativteam zu sein. Arne, nimm es bitte nicht persönlich, dass ich deinen Posten übernommen habe. Du hattest in letzter Zeit eher eine schwache Phase und da tauscht der Vorstand gern mal den Captain aus. Ihr wisst ja, die wollen bei uns Personal einsparen. Einige von uns sind morgen vielleicht schon nicht mehr da. Aber hey, Compadres, eines verspreche ich euch. Ich werde alles dafür tun, dass keiner gefeuert wird, der es nicht auch wirklich verdient hat. Hans, tut mir leid, war schön mit dir. Hey, es war ein Scherz. Prost, Kinder. Schluckt euren Shampoos aus. Der Palace Club erwartet uns. Life's too short to dance with ugly women. Entschuldige, wo ist meine Toilette? Treppe runter links. Gang ganz nach hinten. Entschuldige mich kurz. Lisa geht's nicht so gut. Sie möchte sich hinlegen. Ich sehe besser mal nach, nicht, dass sie mir aufs Sofa kotzt. Ja? Hier ist ja gar keine Toilette. Was ist passiert? Arme Lisa. Muss wohl hingefallen sein. Du Dreckschwein. Diese Performance, Arne. Wie immer. Du musst mehr Sport machen. So, Kinder. Lisa geht's wirklich schlecht. Sie wird hier bleiben. Also gehen wir ohne sie los. Was ist? Los geht's, sonst verpassen wir noch alles. Das Schwein hat Lisa geschlagen. Sie liegt in der Kammer, blutet. Arne, Lisa liegt oben im Bett und schläft. Was? Ich weiß, ich hab dir den Chefsessel geklaut, du verdienst nur noch die Hälfte und jetzt bist du sauer auf mich. Klar. Aber hey! So läuft das Spiel. Also halt dich an die Regeln, ja? So, können wir dann. Arne, du hast da noch was. Mach dich frisch und komm nach, okay? Hat er das wirklich gesagt? Dass ich ein Eisberg bin? Nicht wirklich.
Die Wahrheit ist, ich hab's ihm in den Mund gelegt. Vielleicht bin ich keine Marilyn Monroe. Du musst keine Monroe sein. Das will keiner. Du bist du und das ist gut so. Und wer bin ich dann? Du bist eine schöne Frau, die ein bisschen Angst hat, dass sie nicht genügt. Und sich deshalb immer gern unter Kontrolle hat. Und versucht, sich so zu geben, dass man sie gern hat. Oder zumindest nicht ablehnt. Und eben dadurch nicht immer ganz locker sein kann, nicht mal unter Freunden. Aber wenn Johann sowas von mir denkt, dann... Das tut er nicht. Ich glaube, Johann weiß, ahnt, wer du wirklich bist. Und genau das liebt er. Vielleicht bist du doch nicht so ein Arschloch, wie ich dachte. War doch. Ich mach nur mal gerade eine Pause. Wir hatten viele Freunde, nicht wahr, Rolf? Aber damit ist es ja schon länger vorbei. Und wieso? Weil die den Arsch nicht mehr hochkriegen, seit sie alle Kinder haben. Und wenn, dann haben sie pausenlos davon geredet, wie toll es mit diesen kleinen Scheißern sei und sind dann früh abgehauen, weil die Kleinen ja 5 Stunden lang ins Bett gebracht werden müssen. Oder weil sie von jemandem vertrieben wurden, der sie deswegen verarscht hat? Mal ehrlich, glaubt ihr, man sollte mit Zweijährigen drüber diskutieren, ob die Windeln gewechselt oder die Zähne geputzt werden sollen? Was halten Sie denn für richtig? Also ich finde es richtig, jetzt mal auf das Haus zu kommen. Auf den Verkauf. Auf den möglichen Verkauf. Dann willst du jetzt also doch verkaufen? Rolf, willst du? Hör doch nicht drauf, das ist doch wieder nur ein Spaß von Ihnen. Falsch. Diesmal geht's ums Ganze. Also kein Spiel? Doch. Ein Spiel. Ein letztes. Seht ihr? Wir machen ein letztes Spiel. Ein faires Spiel. Das Johann und ich, wir zwei aussuchen. Und wenn ich verliere, dann ziehe ich sofort aus. Ich verspreche es dir. Also wenn der Pisse liegt, macht sich vom Acker. Genau. Auf los, geht's los. Elisabeth, würdest du bitte? Achtung, fertig. Was machst du denn da? Die Regeln scheinen mir doch ziemlich willkürlich zu sein. Da mische ich jetzt mal mit. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das machst du nicht wirklich. Du hast dich gegen mich gestellt. Bin ich wirklich so schrecklich, dass mein Humor doch mal gemocht. Wir waren doch mal auf einer Wellenlänge. Da war es ja auch noch lustig. Und jetzt nicht mehr? Nein, jetzt ist es meist nur noch gemein. Ich kann mich ändern. Wegen mir? Ja. Das brauchst du nicht. Das bringt nichts. Aber was willst du denn? Mal mehr so in Richtung aufbauen und nicht immer nur zerstören. Und du? Wenn du in dich reinschaust, was ist da für eine Stimme? Ach, Rolf, ich weiß nicht. Mein Glückwunsch zum Haus. Wieso? Die Absprache war, wer reinfährt, verliert das Haus. Und daran halte ich mich. Sag mal, mein lieber Therapeut, was ist der Unterschied zwischen Ironie und Sarkasmus? Na? In meinem Fall seit etwa 10 Jahren. Nicht therapiefähig, ne? Da bin ich mir nicht mehr so sicher.